Hallo und wir sind wieder zurück bei Let's Play Divinity 2. Ja, hier wisst ihr ja noch, dass hier vorhin noch alles, gestern noch alles vor Geister war. Ja, ich habe aus Versehen offscreen mit einem dieser Geister gesprochen. Und dann blieb mir nichts anderes mehr übrig, als das Gespräch mit ihm zu Ende zu führen. Der wollte sich mit mir über Lord Lovis unterhalten und hat mir erzählt, dass Lovis nicht deswegen bis in alle Ewigkeit als Geist da bleiben muss, weil er das Tal zerstört hat, sondern weil er ein tyrannischer Herrscher war, der gern gefoltert hat. Das würde zumindest die Folterkammer unter seinem Turm erklären. Ah, die Ratten sind. Was hat sie denn bis zum Heul? Ein weiterer Gegenstand für meinen Sammler. Deine Dummheit hat dafür gesorgt, dass dieses Wort keine Bedeutung mehr hat. Die Armen. Du schwächst. Am du sie hast, Bruder. Ja, nur wann? Huh? Nur ein paar Mitglieder des Schwarzen Rings. Ach, was mache ich mir eigentlich die Mühe? So, und schon sind sie tot. Echt, ich liebe diese Fertigkeit. Die sollte ich wahrscheinlich jetzt vor dem Fall weiter skillen. Ist übrigens eine der Fertigkeiten, die man im Endkampf unbedingt haben muss. Echt unabdingbar. So, schauen wir uns um, ob wir noch ein paar schöne Sachen finden, oder? Das Video hat gerade erst angefangen. Ich möchte hier sowieso noch plündern, ob jetzt mitten im Video oder offscreen im Video oder zwischen den Szenen oder zwischen den Videos. Das ist zu schwer. Ah, na toll, ich bin überladen. Na egal, ich schieße mal alles kaputt und hol mir die Sachen dann. Das ist zu schwer. Ah, da vorne ist, glaube ich, was ich gesucht habe. Nein, ist es nicht. Jedenfalls müssen wir jetzt irgendwo dieses Orbis Arcesso finden, weil ich denke mal, dass dieses Buch der Schlüssel ist für das, für Amdusias, dafür Amdusias zu vernichten. War es die verschlossene Kiste? Ja, war es. Achso, ich brauche einen Schlüssel. Dann probieren wir es doch einfach mal hier. Was ist das? Benedikt. Und drauf. Ach komm, pack mich. Mein Rucksack ist schon voll. Aber das kann man nehmen. Dann, hier waren wir. Benedikt ist hier, dann hier ist das Zimmer von Ferendl. Mein Rucksack ist schon voll. Ein Schlüssel. Ein ziemlich starken Schild. Den kann man jetzt auch noch nicht mitnehmen. Ich muss hier dann offscreen wieder plündern. Den Untoten entlassen wir mal, weil der uns jetzt wieder mal nur im Weg rumsteht, dieses blöde Miststück. Okay. Komm. Das ist zu schwer. Ein Glas Wasser ist zu schwer. Na klasse. Das ist zu schwer. Oh Mann. Hier liegen aber viele Tote rum. Warum liegen bei denen im Schlafzimmer so viele Skelette rum? Ich meine, vielleicht hat Maxus. Okay, vielleicht hat Maxus sie. Eine Vase. Ich hätte es irgendwie ein Klirren erwartet. Das ist das Thema von Amdusias. Ha! Schlüssel gefunden. Und
Dies ist die Truhe von Amdu. Das ist sehr schade. Nun, ich schätze mal, das ist wieder mal eine von den Sachen, wie das Quellenwort kennt eigentlich nur der eigentliche Besitzer. Aber jetzt kann man, glaube ich, die Truhe aufmachen. Wo war diese? Ah, da vorne ist sie. Orbis Arcesso, juhu, wir haben es gefunden. Okay, dann schauen wir uns das Buch doch mal an. Dies ist der erste Band des Orbis Arcesso. Ein äußerst seltenes und düsteres Buch, das Einblick in viele verbotene Zauberer gewährt. Amdusias hat dieses Buch benutzt, um das Drachenritual zu umgehen und die Würmgestalt anzunehmen. Das Buch endet mit dem Ratschlag, dass man den zweiten Band stets griffbereit haben sollte, da dort viele Umkehrsprüche zu finden seien. Führte den Fall. Ich schätze mal, der Bibliothekar hat den zweiten Band. Sprechen wir doch mal mit dem. Seid wieder gegrüßt, Eingeweihte. Ja, das ist aber gewiss. Bitte sehr. Und nehmt doch. Oh, ich hab den zweiten Band. Oh, ein Buch über Drachenfertigkeiten. Mit diesen Büchern können wir sozusagen dann unseren Drachencharakter weiter skillen. Schauen wir auch gleich mal in den zweiten Band vom Orbis Arcesso. Dies ist der zweite Band des Orbis Arcesso, in dem ihr eine Möglichkeit zu finden hofft, Amdusias wieder in einen Menschen zu verwandeln. Sieh an, nach etlichen Stunden der Lektüre habt ihr den Zauberer gefunden, den ihr will. Wie auch Amdusias braucht ihr etwas von seinem Blut- und Drachenschuppen. Und mit einem Staub beginnen. Oh, na toll. Jetzt lass mal gleich Blut finden wir in seinem Zimmer. Fragt mich nicht, warum da eine Fiole Blut liegt. Und Drachenschuppen. Ja, ganz da vorne. Ganz weit da vorne. Seht ihr das grün funkelnde Zeug? Und du siehst Drachenschuppen. Warum diese elenden Geister da vorne rumschwirren? Ach, ich hoffe, die sind tot. Das grünfunkelnde Zeug, aber vorher würde ich mir echt lieber das Blut holen und vielleicht dann noch ein bisschen verkaufen gehen, bevor wir uns Amdusias entgegenstellen. Weil sobald Amdusias tot ist, dürfen wir auf die Wächterinsel. Oh, ich habe die Vase übersehen. Wo war sein Zimmer? Nein, es war auf der anderen Seite dieses Trümmerhaufens. Auf dieser Seite? Doch, Amdusias. Ah, wir können mal versuchen, dieses Buch über Drachenfertigkeiten zu lesen. Dies ist die Truhe von... Das ist sehr... Fiole mit Blut. Gut, das Blut haben wir schon mal. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Schuppe. Aber den Bosskampf gegen Amdusias, den hebe ich mir jetzt noch fürs nächste Mal auf. Wir sehen uns dann, wenn ich wieder hoffentlich ein leeres Inventar habe. Das ist jetzt ein bisschen kürzeres Video, aber beschwert euch nicht. Die anderen waren immer ziemlich hart an der Grenze.